Ah, Löchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Invasion mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. Und mit dem Psychopass zusammen. Hallo. Servus. So, weiter geht's. In der illustren Runde. Ach, uns fehlt da immer noch was, ne? Sugarcanes. Ja, und Kaktus. Immer noch. Immer noch. Leider. Leider, leider. Ja. Woran liegt es? Tja. Weil es dunkel ist. Keine Ahnung. Sowas aber auch. Nee, nee, nee. Okay. Ja. So. So, haben wir jetzt auch Eisenplatten. Eisen. Das Aluminium. Ah. Hey, Tomatenseed und Senfseed. Das Eisen. So. Und 4 Hotdogs, nicht zu vergessen. Guten Hotdogs, ja. Aber nur mit Röstzwiebeln und Gürkchen. mit Senf, okay. Reicht schon. Und mit Senf. Senf ist auch gut. Aber Röstzwiebeln müssen auch sein. Und Gewürz. Ja, manchmal. So, jetzt brauche ich davon 2. Dann brauche ich Kupfer. Davon 4. Davon 2. Automation. Ach, ja, genau. Okay. Ich bin gerade Zorblade am machen. So, das. Dann brauche ich noch 2 Watts. Natürlich geht es wieder so nicht, ne? Wie die Eisen, warum auch? Logisch. Wett. Okay. Dann halt so. So, Sawblade habe ich schon. Jetzt fehlen noch die anderen Teile, die man braucht. Sehr gut, dann schaue ich mal noch. Pass auf, ich baue jetzt den Power-Input. Guck dir mal die anderen beiden an. Ja. Nehme ich den Input-Hatch, dann brauche ich Iron Rod und 4 Platten. 4 Tin Plates, eine Iron Rod und Redstone. 4 Tin Plates. Gut, haben wir nicht. So, das ist Silber. Bett. Da ist Tin. Tin und 2 Redstone brauche ich mal eben. So, und dann wollen wir mal Automation anfangen. Genau. Gut, dass wir in der letzten Folge ein paar Crafting-Table gefunden haben. Ja, wir haben jetzt ein paar, ne? Würde ich sagen. Ja. So, ein paar Bakterien und dann brauche ich einen Machine-Stretch. Ach, ein bisschen Eisen brauche ich noch, okay. Ich brauche noch einmal Watts und 4 Platten, oder 6. Gut, Input Hatch. So. Dann was brauchen wir denn noch? Halt die falsche Quest. Da sind wir. Den Output Hatch. Das ist doch bestimmt. So, Power Input habe ich auch. Lol. Okay. So, ich lese mir mal kurz nebenbei das Ding durch. Mhm.
Gut, habt die beiden. So, Quest abgegeben. Alles klar. Halt. Wo stellen wir Gemüse denn hin? Hier zu mir. Die brauchst du ja auch. Da wo Platz ist. Wow, wir haben ja viel Cobblestone. Genau. Cutting Machine. Ja. Jo. Ah, okay. Dem Holo-Projektor das Shift-Rechtsklick und dann im Interface das auswählen, was man bauen möchte, und dann mit Linksklick, Rechtsklick auf eine freie Stelle, dann sieht man das Hologramm dafür. Lass mal gucken, dass der Strom rechts ist. Okay. Ups. Ah, das steht sogar dran. Ja. Input, Cutting, Output, Power. Ja, ist okay so, glaube ich. Power ist auf der Seite hier. Okay. Over. Was haben wir hier noch gehabt? Cutting Machine, Input. Output. Output. Input. Dann kommt hier noch die Blade. Und die Cutting Machine. Ja, die Cutting Machine. Aber hier fehlt doch noch was. Motor. Oh, stimmt. Ups. Ich würde sagen, okay. Der erste, oder? Oder sollen wir direkt den zweiten bauen? Der erste reicht, glaube ich. Kupfer. Ja. Geh mal Kupfer holen. Jo. Kupferplatten, 3 Stück. Was habe ich noch? Und den, die Kabel. Coppercoils, okay. Genau. Wie viel brauchen wir für einen? Einen brauchen wir wahrscheinlich für nur einen Wire, ne? Moment. So einen Kupferbarren. Ja. Da kriegt man 2 Barren raus. Also brauchen wir 2. 4 Barren pro Coilblock sind 8. Was sehe ich denn da? Blödsinn. 1 Barren, 2 Barren. Ja doch, hab ich euch. 4 Barren pro Block, also das ist 8. Also 8 mal für Wire. Hast du das schon ausgetauscht? Ja. Okay, dann mache ich mal. Genau. Pack mal mein Schild weg, weil er langsam nervt das. So, dann haben wir noch 3 Kupferplatten. Wir sollten auf jeden Fall gleich ein paar Wires mehr machen, damit wir Kabel legen können dann gleich. Stimmt, ja. Wäre, glaube ich, einfacher. So, Sticks sollten wir eigentlich genug haben, ne? Eigentlich schon. Ist wahrscheinlich. Also ein paar sollten wir haben, meine ich. Ja. Also Tweeted Sticks nehmen will ich nicht. So. Gut, ich schmeiß dann mal nochmal ein paar Kabel. So. Dinger. Und dann Eisen. So viel Eisen haben wir gar nicht mehr. 62 noch, obwohl wir haben ja noch was zum Schmelzen, ne? Ja. Ein Stack ist noch am Schmelzen, ja. Boah. So, Eisen und Wires drum ergibt die Blöcke. Und wir haben ja noch ein paar Sachen zum. Das zu schneiden. Das ergibt den Motor. Also Motor wie auch. Sehr gut. Ja, falsch rum. Noch besser. Jetzt ist er richtig.
Ah, sehr schön. Input das Zeug rein, Output kommt es dann raus. Aber fehlt da noch was? Kann vielleicht sein, dass Nee. irgendein Teil falsch rum ist. Nee. Das ist eigentlich egal. Ja, steht da Hauptsache nicht Motor Pressbruch. ist dann. Just replace the ghost blocks with the correct parts and right-click on the finished machine. Ja, und wohin? Ja. Ach, warte mal, oder? Nee. Warte mal, die Säge ist doch ganz anders hier. Bei dem Bild. Ach, stimmt, ja, der Quer. So. Das kann doch gar nicht. Wie sieht das denn aus? Hä? Also Input-Touch kann man was rein tun. Warte mal. Machen wir erstmal die Kabel. Gut, dann brauchte ich doch Ja, damit ist der Stickies. Motor echt so rumreden. Ach, der Motor ist ja falsch rum, sehe ich gerade. Wollte schon sagen, das sieht doch ein bisschen dämlich aus, so wie der da stand. Aber ich könnte eigentlich fast darauf wetten, dass das so kommt. Da sieht doch viel. Ne, wohl. Das ist, wenn er immer richtig rumstellen muss. Entschuldigung. Ja. Nee, Cut. hier. Der Output-Hatch scheint nicht zu stimmen. Wenn du auf den Cutting Machine Block draufklickst, macht dann X beim Output Block. Output Hatch. Aber wie rum ist hä? Ich habe keine Ahnung. Der hat doch die richtigen Silben. Eigentlich schon. Also viele Richtungen gibt es ja nicht, ne, zum Testen, ne? nee. Okay. Okay, der macht immer noch nichts. LV-Wire-Connector und das Will ich verarschen jetzt? andere. Weiß es nicht. Hatte ich nicht Das ist tatsächlich das das Ding. letzte Mal Clay gebrannt? Nochmal oben, hier ist Clay. Hier, hier, hier. Nee, ich meinte, ich hatte schon gebrannt. Ah, da. Hab schon. Warte mal, wird bei dir die untere Leiste der Drohne auch ja so halb ausgeblendet angezeigt, die Items? Ja, Okay. auch die mittlere, also ja, die unterste Reihe. Warum auch immer. Ja. Aber er bestimmt da was hier hingesetzt hat, schau mal. Er hat ja hier was hingesetzt. Ach so, ja. Das könnte sein. Alter, was macht ihr denn da? Das ist die das Sägewerk. Das ist das Sägewerk, Wir versuchen ernsthaft? gerade die Sägemaschine hier aufzubauen, aber irgendwie hat er keinen Bock. Output Hatch? Oh mein Gott. Aber wie oft will ich das Ding jetzt noch da hinsetzen? Ich weiß nicht, wie ihr das wegkriegt. Just replace the ghost block with the correct parts. And right-click the finished machine. Ja. Nee. Oh. Ach. Manu. Stimmt, der zeigt sie doch Manu. Wir haben immer noch an. sabotiert. So. Was? Zeigt immer den Output an. Also. Daraus. Was zeigt er nicht mehr an? Schmarrn. Nee, Quatsch. Ich hoffe mal, wir haben irgendwo ein Inksack. Drei Stück. Vielleicht. Was ist denn dein Problem, Junge? Dein Kackteil hier. Vielleicht liegt es am Strom. Werden wir gleich haben. Vielleicht. Schauen wir mal. Wir haben So. kein Inksack. Okay.
Beziehungsweise etwas, was, sag ich mal, schwarze Farbe hat. Weil da könnte ich nämlich noch den Ofen bauen. Haben wir keine schwarzen Lotus? Ich habe mal keinen gesehen. Okay. Ich glaube, das Ding will uns verarschen. Halt. Also, das Sägeblatt ist so rum. Der Motor zeigt in die Richtung. Ja, das stimmt doch. Ja, und der Motor ist eigentlich egal, laut der Anzeige. Drehen wir das Ganze mal spaßeshalber um. Hey, es ist dunkel. Wer hätte das gedacht? Ui. Ach ja, jetzt stimmt's Ja. wieder nicht. Hast du das umgedreht? Es ist dunkel, dunkel, dunkel. Ach so, kann man das wegmachen. Okay. Ja, muss man das verstehen? Use bla 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 zum Setzen. Right-click on the finish machine to assemble it. Haben wir doch. Ich meine, Dreh mal Output und Input um. habe ich gerade. Geht Hast nicht. du gerade, okay. Du da irgendwas für haben oder so? Warte mal. Advanced Rocketry. Nö. Ach. Was denn jetzt? Die Cutting-Maschine war falsch rum. Ja, geht Headset. doch, guck mal. Hier sogar mit Anschalten, Ausschaltknopf. Bett. So hat mal einer gerade mal Loks links rein und dann anschalten. Okay, warte schon mal, Loks. Oh, schade, dreht sich nicht. Jetzt dann, wenn sie mit Loks drin sind. Okay, schauen wir mal. Moment, ich komme mit Irgendwas nochmal an Loks. hier. Sind drin. So. Geil. Der macht jetzt aus einem Lok sechs Blöcke. Sechs Plex, Planks. Ich muss sagen, diese Lipwulpes gefällt mir langsam. Da sind, glaube ich, noch ein paar andere solche schönen Maschinchen da drin, die man bauen kann. Hat was. Hat was. Gut, da kann die ja laufen. Genau. So, was sagt denn die nächste Quest? Ja, genau, den heute Ressourcenminer. Pumpset Jam, also die Pumpe. Ja gut, ich war mal wieder gejudet. Ja. Quatsch mal wieder mit dem Ja. Hornochse hier. Oh ja, Dreierkontrolle, die Wett. Breeding Machine, Wooden Animal Farmer. Okay. So, Farming Station. was mache ich jetzt dann mit der Cutting Machine und mit dem Holoprojektor? In irgendeine Kiste. Habe ich schon. Gut. Du Darum hast habe ich auch. zwei Cutting Machines, das ist klar. Ja, eine ist von mir. Ja, aber ich hatte noch eine jetzt. Wunderte mich. So, Ach so. ich lege mal ein paar Loks rein, hat was zu tun. Jo. Oh, hey! ja. Im Kreissägen so an Regenstück. sich.
Ja, nee, den Kreis sehen, da wäre ich jetzt tot. Ja, das ist auch Minecraft. Okay. So, das weg, das weg. So, was haben wir denn als nächstes? Pump up the jam. Okay. Last of können wir abgeben, eine Quest. Mhm. Den Holoprojektor. Und dann kriegen wir den Elite-Motor. Noch besser. Oh. Oh. Aber jetzt jeder, aber drei Stück, ne? Ja. Ah, eine Art Autocrafting-Maschine, wenn ich das jetzt richtig übersetze. Possession Assembler. Ja, ist es. Mit einem Kupferkugel. Need to get your space program. Ich würde mal sagen. A, die Folge ist rum. Ja, wollte ich auch mal sagen. B. Deswegen. Würde ich sagen, wenn es dir voll gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt bei den beiden Jungs vorbei, Links wie immer in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.